Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch mal mein Setup vor und ich hätte gedacht, wir legen sofort los. Hier haben wir meinen ersten Monitor, das ist ein Voll HD Monitor, er hat 24 Zoll und bringt 75 FPS. Nebendran haben wir einen HP Monitor, dieser Monitor hat auch Voll HD und er bringt 60 FPS. Über den beiden Monitoren haben wir einmal einen Fernseher. Dieser Fernseher bringt 60 FPS und HD-Auflösung. Dann haben wir hier die Kamera, die immer die Tastatur filmt. Und ja, diese Tastatur hat 30 Euro gekostet, ist eine markenlose Tastatur, deswegen war sie günstiger. Und sie leuchtet halt in so Regenbogenfarben. Hier haben wir die Maus und das Mauspad. Die Maus war auch eine markenlose, hat 20 Euro gekostet circa, und das Mauspad ist von Narcon. Hier haben wir mein Headset. Das Headset hat 20 Euro gekostet. Jetzt kommen wir zum PC. In dem PC verbaut ist ein 8-Kern-Prozessor mit 3,3 GHz Basistakt und im Turbotakt mit 4,2 GHz. Wir haben verbaut 16 GB DDR3 Arbeitsspeicher und eine Grafikkarte GTX 1050 Ti. Dazu haben wir eine Festplatte, 120 GB SSD für Windows und andere Programme und eine 1 TB SSD für Spiele. Wer von euch sich das Setup kaufen möchte, alle Links sind unten in der Beschreibung.